Hallöchen! Willkommen zurück im Minecraft Let's Play. Und wir machen einfach weiter nach einer kleinen Pause, die für euch hoffentlich gut, auch ohne dieses Minecraft Let's Play zu überstehen war. Was ich jetzt einfach mal mache ist, wir waren in den letzten Folgen lange auf Redstone-Suche. Leider erfolglos. Schade. Und ja, dann dachte ich mir, graben wir uns einfach in den Boden und holen uns so Redstone, um dann eine schöne Redstone-Farm zu machen. Und dazu brauchen wir ein paar Äxte, also Steinspitzhacken, eine Steinaxt vielleicht, Steinplatte nicht, nee, hier kommen. Also eine Axt braucht man auf jeden Fall nicht, das habe ich das Falsche rausgetan. So, die letzten Wochen waren für mich a little bit stressig, muss ich ehrlich sagen. Schule, also auch Schultheater war dabei. Und mir fällt gerade auf, dass wir gar kein Holz haben, weil ich mir jetzt noch eine weitere Truhe craften wollte. Dann machen wir das erstmal. Wo haben wir die Hacke? Da. Nee, das ist das Schwert. Achso, das sieht ja ein bisschen anders aus in dem Texture-Pack. Hat auf jeden Fall nicht geklappt mit dem Aufnehmen. Im Hochladen sollte es ja nicht scheitern, aber es hat am Aufnehmen und in Renderzeit ist es gescheitert dann letztendlich. Und ja, jetzt mache ich weiter. Jetzt war ich halt auch noch im Skiurlaub im Winter. Hey, das sei mir auf jeden Fall gegönnt, ja, voll gegönnt sei es dir. Hat mega Bock gemacht. Ich liebe ja Skifahren. Also ich bin ja eh der Typ, der Ski fährt. Obwohl ich auch unbedingt mal Snowboard ausprobieren muss. Nächstes Jahr, denke ich mal. Werde ich mal mich aufs Schneebrett stellen und dann mal los surfen. Ja, macht richtig Bock. Kennt ihr Skifahren? Wahrscheinlich werden viele von euch auch gerne Skifahren. Oder Snowboard fahren, je nachdem halt. So, jetzt erstmal eine schöne Truhe machen. So. Jetzt haben wir eine durchkommen. Ich mache mir mal zwei. Wenn ich jetzt zwei mache, muss ich jetzt nochmal ein paar Planken hier herstellen. Aber das soll ja, daran soll es ja nicht scheitern, meine lieben Freunde. Das ist so, ja, Truhen kann man stacken, stimmt. Und dann packen wir die einfach mal hier hin. Irgendwie habe ich immer meine ganzen Truhen im Keller. Euch das auch schon aufgefallen, hä? Steinplatten, Augen braucht man nicht, Spitzhacken braucht man. Eisenaxt. Ach, jetzt hatten wir noch eine Eisenaxt bei und haben die Steindingens genommen. Aber uns soll es jetzt Wurst sein. So, jetzt muss ich mal gucken, was nehmen wir alles mit in die dunklen Untergründe. Feder, Holz, Eisenschwert, Holz, Holz, Holz. So, dann tue ich die nach unten. Zombiefleisch, keine Ahnung. Wir haben ja nichts anderes zu essen, ne? Ein paar Eier, aber die kann man ja nicht. Hier die Zombie-Hände nehmen wir auch mal mit. Ja, müssen halt mit Dönerfleisch leben, mit Gammelfleisch. Das Suppe können wir uns auch keine Pilzsuppe machen. Wir haben nur eine Sorte Pilze. So, und ich möchte mich jetzt eigentlich nicht direkt schon vom Keller aus reingraben. Ich würde das lieber so separat machen, dass man dann, ach man, vermisse ich irgendwie hier. Habt ihr die Minecraft-Welt vermisst? Es ist wunderschön, es ist so schön. Ah, fühlt man sich hier gleich voll heimisch. So, ja, ich habe auch noch ein Real Life, nur so. So, mal gucken, wo wir uns reingraben. Ich gehe mal aufs Dach und schaue mich von dort aus mal ein bisschen um. So, hüppala hoch, komm mal hoch hier. Super, also, hier ist ja Eis. Von der Insel aus könnte man es machen. Wir können jetzt aber auch hier einfach links reingraben. Ja, das machen wir mal hier irgendwo. Guck mal, wo es schon ein bisschen tiefer ist. Wenn ich jetzt einfach, oder wir gehen hier mal hoch. Gucken wir mal hier in die Richtung. Geht es hier irgendwo noch runter? Also ich möchte mich auch nicht zu weit von dem Haus entfernen, aber so ein bisschen schon, weil ich möchte nicht, dass da jetzt hier die Höhle gleich neben dem Haus ist und dann auch die ganzen Zombies da rausgestöhnt und gewandert kommen. So. Ach, ich glaube, hier geht's ganz gut. Hier könnte man... Ach, da oben schwebt ein Setzling. Habe ich schon gewundert, was das da ist. Dann grabe ich mich einfach mal in den Boden. Ich hoffe, wir werden eine Höhle finden, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. So eine Schaufel habe ich natürlich in meiner intelligenten Intelligenz nicht mitgenommen. Ja, ich bin mal wieder richtig schlau. Komm, hier Setzlinge sammle ich auch nochmal ein. Können wir die hier gleich einpflanzen. Ja, komm, machen wir. Ja, ja, hier so, einer dahin, einer dort und einer hierhin.
Dann werde ich mal ganz schnell hochsprinten, mir eine Schaufel noch schnell zusammen basteln, wahrscheinlich eine Eiselschaufel, ja. Habe ich hier irgendwas drin gelassen? Nee. Also eine Eisenschaufel, so. Und, meint die eine reicht? Nee, ne, braucht man mehr, so. So, braucht man zwei, also zwei reichen, ne, braucht man mehr. Nee, Spaß. Da. Dann Schaufel 1, Schaufel 2, Momento, einmal hier rein und einmal da rein. Und dann wandern wir mal nach oben und werden uns reinbuddeln in die Erde. Und hoffentlich auf Redstone stoßen und hoffentlich auf nicht allzu viele Monster stoßen. Das können dann, kann dann nämlich, das können dann unangenehm werden, wisst ihr, das können dann, ja. Aber das wird dann unangenehm und das wollen wir ja nicht. Und ich, in meinen Sinn kommt, wollen wir das wirklich zweibereit machen? Nee, keine Lust auf das Ganze, zweibereit zu ziehen. Aber wir können ja hier irgendwie schon mal so einen kleinen Eingang gestalten, keine Ahnung. Ja, komm, mach mal noch breiter. So. Flubbelubbelubbelubbelub. Dann geht's hier rein. Wir können ja dann hier so eine Bahn runter machen. So eine. Nee, so. Komm, ja. So eine Eisenbahn, so ein Minecart-Dingens. Dass wir dann auch schnell hoch und runter flitzen können. Und darum möchte ich es auch nicht zu weit von meinem Haus entfernt machen, aber wenn man das halt dann separat so als Bahn und so macht, dann möchte ich auch nicht gleich, dass man vom Keller aus da rein startet. So, jetzt geht's weiter runter. Und ich merke, wir haben nur noch ein bisschen Eisenspitzhacke und danach müssen wir mit den Steinspitzhacken vorlieb nehmen. Aber das kümmert mich jetzt auch nicht so. Wir haben ja Zeit. Ja, ja, werf nur die Hacke weg. Wunderbar. So. Dum, dum, dum. Und wir graben einfach mal tiefer, mal gucken, wie weit wir runter müssen, bis wir irgendwie hier Redstone finden. Was ich eigentlich nicht machen möchte, ist hier mit dieser F3-Taste. Das ist mir irgendwie ein little bit cheatig. Und außerdem seht ihr dann den Seed. Und den möchte ich gerne noch ein bisschen geheim halten. So. Die Welt zum Download wurde ich ja auch schon mal gefragt. Also das wird auf jeden Fall mal kommen. Ich habe ja sogar eine Website. So, hier haben wir, glaube ich, Eisen. Wie ihr wahrscheinlich nicht wisst. Denke ich mal. Und die ist auch noch nicht so ausgebaut und beziehungsweise nicht sehr aktuell gehalten. Also da wird sich wahrscheinlich dann noch was tun, aber nicht in allzu naher Zukunft. Denn, meine lieben Freunde, ich habe auch noch ein Real Life und nebenbei ein paar andere Sachen zu tun. Und das wird sich dann wahrscheinlich alles ergeben, wenn ich erstmal mit der Schule fertig bin. Und dann nicht jeden Morgen früh aufstehen, um 8 pünktlich anzutanzen und hallo Herr Lehrer, hallo Frau Lehrer sagen zu müssen. Also, so, Fackel an die Wand. Ich mache ja mein Abi bald. Mein Abi. Und, ja, 2012, also dieses Jahr. Und ich weiß auch gar nicht, ich habe da so getrennte Gefühle gegenüber der ganzen Sache. Also zum einen, yay, keine Schule mehr, ist übelst fett, Mann. Die andere Sache ist, natürlich, dass ich andere Sachen machen werde. Ich werde nicht den ganzen Tag hart chillen und zocken. Nein, auch wenn ihr es mir zutrauen würdet. Das werde ich nicht tun. Was ich in der Zukunft tun werde, werde ich euch auch noch nicht sagen. Haha. Denn das ist privat erstmal noch so. Und auf jeden Fall wird es dann, denke ich mal, mehr Zeit auch für Minecraft geben, hoffe ich mal. Beziehungsweise so Videos im Allgemeinen. Mal gucken, was ich noch mit Battlefield 3 so anstelle auf meinem Hauptkanal. Da muss ich noch mal ein bisschen gucken. Aber, oh, ich hole das Hörengeräusch. Ha! Nein, ich höre das Höhengeräusch. Was ist denn heute mit meiner Zunge los, Leute? So. Ja, und wenn man irgendwie 2 Wochen lang kein Minecraft zockt, dann merkt man irgendwie, dass man schon mal besser gespielt hat. Gerade sowas, was meine Bewegung mit der Maus angeht hier so, fühle ich mich noch ein bisschen unsicher.
So, jetzt wollen wir es hier mal weiter runtergraben. Und hoffentlich auf das ein oder andere Redstone stoßen. Aber ich höre hier wirklich... Ich mach mal kurz die Musik leiser. So. Hört ihr es auch? Das ist ganz in der Nähe. Wenn ich hier vielleicht nochmal ein bisschen bei Optionen den Ton höher drehe. So. Ich kann's leider nicht ganz so gut orten. Wasser, wo bist du? Zeige dich! Rechts von uns? Über mir? Da, über mir! Weh! So, mal hochschwimmen. Jetzt werden uns wahrscheinlich gleich erstmal 20 Skelette und 10 Zombies angreifen. Okay. Also Leute, willkommen in einer Höhle. Und wisst ihr was? Wenn ich das hier so lasse, dann finde ich ja nie wieder den Ausgang. Das ist nicht gut. Das müssen wir hier ein bisschen changen. So. Dann machen wir das Ganze einfach so hier. Come on. Und dann wollen wir hier das... Uiuiui, kleiner Fraps-Lag. Wollen wir das hier mal so ein bisschen abgrasen, hier links und rechts. So sieht's aus. Bam! Bam! So, jetzt weiß ich gar nicht, welche Richtung ich gehen soll. Ich hoffe, die Richtung trägt mich Richtung Redstone. Und Leute, ich habe ja gerade meine Eisenspitzhacke geschrottet und ich kann Redstone mit Eisen abbauen. Haha, fail! Da müssen wir eh dann nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob jetzt gleich oder... So. Ja, ich mach's jetzt mal gleich. Oh, da ist Eisen. Eisen in der Wand. Oder wir haben ja jetzt ein bisschen Eisen bekommen. Wir könnten uns ja theoretisch einen Ofen bauen. Nee. Und dann machen wir das hier unten mit der Eisenspitzhacke. Also errichten wir uns hier mal ein kleines Lag auch schon. So. Mache ich das nicht? Ich grab hier mal so ein bisschen. Na, komm schon, so da. Spitzhacke selektiert. Selektiere Spitzhacke. So, und dann, verdammt, Axt. Mach mal hier Crafting-Table hin. Und da werden wir jetzt einen Ofen bauen. Beziehungsweise craften mit unserer ganzen Kraft, die wir besitzen.